de copas, chocar de besos. Antonia aus Setzhof-B beschäftigt sich mit Salsa im Rahmen ihrer Jahresarbeit. So kam sie auf die Idee, mit Herrn Jepka zusammen einen Salsa-Kurs anzubieten. Also für mich ist es mittlerweile Leidenschaft, wenn man halt auf der Tanzfläche ist und zum Beispiel einen anstrengenden Tag hatte und einfach dann getanzt wird, man kann halt alles vergessen. Los ging es am Anfang der Woche mit den Grundschritten. Jetzt kommt hier rechts so viel Dame, ruhig mit der Handhaltung. Wir machen Handwechsel oben. Jetzt am Ende der Woche können sie bereits flüssige Kombinationen tanzen. Mit Begeisterung tanzten sich die Schüler durch die Projektwoche. Vielleicht werden sie schon bald bei einer Hochzeitsfeier ihr Können unter Beweis stellen.